die Adressen der häufigsten Seiten jedes Mal wieder einzugeben oder sogar über Google aufzurufen, solltest du diese als Lesezeichen anlegen. Nehmen wir an, du möchtest den Tagesanzeiger regelmäßig aufrufen, so packst du die Adresse an diesem Symbol hier und ziehst es einfach in diese Leiste nach unten, falls sie eingeblendet ist. Falls nicht, über Anzeigen, Lesezeichen, immer anzeigen, erscheint sie. Dasselbe für YouTube. Ich packe es und ziehe es nach unten. Und vielleicht gleich noch Wikipedia. Auch hier packe ich die Adresse an diesem Symbol. Und das ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig schön. Der Text ist etwas zu lang, deshalb mit einem Rechtsklick kannst du diesen Namen noch bearbeiten. Also hier nur Wikipedia. Etwas bessere Bearbeitungsmöglichkeiten hast du im Menü über Lesezeichen, Lesezeichen Manager. Da kannst du mit einem Rechtsklick die Seite bearbeiten. Das soll jetzt nur Doggy heißen. Und so wird es etwas kompakter. Hier könntest du auch Ordner machen, wenn du sehr viele Lesezeichen hast und diese auch in einem zusätzlichen Verzeichnis verwalten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du eine solche Verknüpfung auf den Schreibtisch legst oder in einem beliebigen anderen Ordner. Du siehst, es wird jetzt einfach als Datei gespeichert und kann mit einem Doppelklick wieder geöffnet werden. Das funktioniert übrigens auch auf Windows-Geräten.